Moinsen, herzlich willkommen bei Campuskultur, dem neuen Videomagazin über das Leben bei uns am Campus der FH Kiel. Mein Name ist Samir und ich führe euch heute durch die Sendung und unsere Themen heute sind fliegendes Klassenzimmer, Lernen unter der Kuppel des Mediendoms, steile Karriere, wie ein FH-Student die Musikszene aufmischt, Zukunft schenken, eine Hilfsaktion für afrikanische Waisenkinder und alte Rechner, wo Computer eine neue Heimat finden. Einer der Räume, den sicherlich jeder kennen sollte, wenn er bei uns an der FH studiert, ist der Mediendom. Und das ist nicht nur ein tolles 360-Grad-Kuppelkino. Nein, das ist auch ein Platz, wo man wirklich was lernen kann. Und was da so letztendlich geht, seht ihr im folgenden Beitrag. Der Mediendom. Tauchen Sie ein in eine neue Welt der Unterhaltung. Der Mediendom ist kein gewöhnliches Planetarium. Der Mediendom als Raum ist eine Kuppel, in der 360-Grad-Projektionen gemacht werden mit einer sehr modernen Technologie, so dass Sie im Grunde den Himmel zu einem Computerbildschirm machen können. Wir sind von fast Anfang an dabei gewesen und an einer Hochschule haben wir die Möglichkeit zu experimentieren. Der Mediendom ist ein Treffpunkt zur Forschung und Lehre immersiver Technologien und Inhalte. Hier lernen die Studierenden, eigene Projekte zu gestalten und diese auf eine 360-Grad-Kuppel zu projizieren. Es hat ganz, ganz tiefe emotionale Wirkungen. Man kann eintauchen, man kann unter diesem gewaltigen, ja, bildgewaltigen Himmel Lernerlebnisse haben, Eindrücke haben, Musik genießen, die ganz anders sind, als man sie in einem Zimmer, in einem Vortragsraum, in einem Hörsaal bekommen könnte. Die Studenten des Fachbereichs Medien haben bei der Veranstaltung Students Nightlife die Möglichkeit, ihre Werke öffentlich zu präsentieren. Unser Programm ist sehr, sehr breit, erreicht alle Altersgruppen, aber es erreicht auch ganz unterschiedliche Themenfelder. Wir haben jetzt eine Produktion gerade im letzten Jahr gehabt, Orchideen, Wunder der Evolution, die ein historisches Thema, wissenschaftskommunikationsmäßig, ich sage einmal, für den Laien spannend aufführt und das über eine Ästhetik, die jetzt gerade 3 internationale Designpreise gewonnen hat. Der Mediendom bietet außerdem ein ausführliches Programm für Kinder und Jugendliche an. Hier haben Sie die Chance, neue Eindrücke der besonderen Art zu gewinnen. Weitere Veranstaltungen bietet der Mediendom unter anderem in den Bereichen Astronomie, Kultur und Unterhaltung. Im dazugehörigen Ausstellungsraum gibt es für den Besucher die Möglichkeit, Eindrücke zu festigen und mehr über die Astronomie zu erfahren. Finden Sie die Veranstaltung nach Ihrem Geschmack unter www.mediendom.de. Viele der Studenten haben so viel Kreativität, dass sie schon während des Studiums gar nicht wissen, wohin damit. Andere nutzen das aber auch und lenken ihre Kreativität in geordnete Bahnen. So auch Martin Trompf, der sich ein musikalisches Standbein geschaffen hat, auf dem er eigentlich schon fast alleine stehen kann. Ja, ich habe vielleicht etwa mit 2 das erste Mal die Gitarre in die Hand genommen und habe erstmal drauf rumgekloppt, wusste natürlich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Zurzeit habe ich mehrere musikalische Baustellen. Das eine ist eben mein Soloprojekt,
nur mit Akustikgitarre und Gesang. Also ich spiele meine eigenen Stücke. Ich schreibe Stücke mit Gesang, ich schreibe Stücke instrumental und ich cover auch ein paar Nummern. Wir sind hier in meinem Studio in Kiel-Friedrichsort und hier arbeite ich, hier mache ich Musik, hier nehme ich Musik auf, hier schreibe ich Musik und hier verbringe ich ziemlich viel Zeit. Ich habe dann halt die Idee gehabt, weil ich das schon ganz lange machen wollte, nicht nur einen Proberaum aufzubauen, sondern eben auch ein Tonstudio mit zu integrieren, einfach um für mich selber und für meine Bands und für meine Projekte die Möglichkeit zu haben, Musik aufzunehmen in einer professionellen Umgebung. Da war ich ungefähr 8 oder 9, da hat meine Schwester so ein kleines Casio-Keyboard zu Weihnachten geschenkt bekommen, so mit, weiß ich nicht, 2,5 Tasten. Und irgendwie nach 2 Tagen hatte ich das aber ständig und fand das irgendwie total toll, darauf rumzudrücken und irgendwelche Töne zu erzeugen. Und daher kam dann so mein Interesse für Töne. Mit 14 habe ich dann so die Gitarre für mich entdeckt. Dadurch, dass mein Vater ja Gitarrist ist, standen die eben bei uns zu Hause und ich habe die dann immer mal wieder in die Hand genommen und habe einfach ausprobiert, habe einfach mir ganz viel auch selbst beigebracht. Bandprojekte oder ernsthafte musikalische Projekte kamen dann erst viel, viel später. Also vielleicht mit 20, 21 fing es an mit den ersten ernsthaften Projekten. Nur mit Akustikgitarre und Gesang, also ich spiele meine eigenen Stücke, ich schreibe Stücke mit Gesang, ich schreibe Stücke instrumental und ich cover auch ein paar Nummern. Dann gibt es Zyklotron, meine Band, das ist im weitesten Sinne progressiver Rock. Dann habe ich sowas wie eine Top 40 Band, wo ich Gitarre spiele, was natürlich so zum Geld verdienen ist, weil als kleiner Künstler, der ich ja bin, kriegt man nicht wirklich Geld für Auftritte. Und dann bin ich so an mehreren Studioprojekten gerade beteiligt. Das eine ist Fortunate, wo wir gerade jetzt eine Demo produziert haben. Das ist so, ja, ich glaube, wir nennen es Emo-Funk. Ist es wahrscheinlich genau nicht, aber das wird relativ kommerziell sein, das wird relativ kommerzieller, aber relativ harter Rock sein. So. Ich kann halt nichts anderes als Musik. Deswegen mache ich das. Hier in dem Haus hinter mir gab es dieses Jahr wieder was ganz Besonderes, nämlich die 7. Bunker D-Woche. Natürlich passend im Bunker D. Diesmal war im Rahmenprogramm was ganz Besonderes, nämlich ein Auftritt der Rockband Paint und eine Modenschau von einer Multimedia-Studentin Maren Bohnsack. Und wir tanzen jetzt um die Wette. Nee, das Ziel des Ganzen ist es, dass wir alle zusammen, weil wir sind. Überraschungen gab es an diesem Abend reichlich. Die Band Paint sorgte für eine gute Stimmung und bindete das Publikum mit ihrem einzigartigen Charakter ein. Seid ihr dabei, Kiel? Okay, Fabi, zeig mal, wie es geht. Also jetzt. Ein weiteres Highlight des Abends war Künstlerin Maren Bohnsack. Sowohl ihre Vernissage als auch die Haute Couture Modenshow haben einen großartigen Eindruck bei allen Besuchern hinterlassen. Wahrscheinlich würde der ein oder andere Kollege aus New York für seine Vernissage unglaublich viele Millionen für sowas hergeben. Der Heinze, der Kanzler der Fachhochschule Kiel, gab in seiner Eröffnungsrede den Ablauf des Abends bekannt und führte die Besucher durch die Veranstaltung. Wir haben heute Design
Typografie, Fotografie, Grafik, bunt gemischt zu einem ganz tollen Journal. Aber das zeichnet eigentlich das Bunker-D-Projekt aus, dass wir experimentell mit diesen Räumlichkeiten umgehen. Sind die drei Musiker und ihr Bischof von Paint, die das vierte Mal schon hier im Bunker zu Gast sind und mit uns berühmt geworden sind, so nett hier ein Konzert für uns zu geben. Es wird laut und heftig und für diejenigen, die es nicht ganz so doll wollen, bleibt die Möglichkeit, oben im Café zu bleiben. Was gehört hat, was gestört hat, hat mich allein gewähnt, mich nach Zweisamkeit gesehen. Es war mir nicht bewusst, dass ich nicht gewusst habe. Der Bunker bei uns am Campus ist mehr als nur Treffpunkt für Studenten oder wilde Partystätte. Ab und zu geschieht da auch was richtig Gutes, und zwar so auch am Afrika-Abend. Da wurde nämlich gesammelt für die Organisation Battle Haven, die sich einsetzt für Kinder in Afrika. Und das relativ erfolgreich. Organisation Battle Haven hat diesen Benefizabend organisiert, um das Waisenhaus in Klokoland zu unterstützen. Ich studiere Soziale Arbeit hier an der FH Kiel im 5. Semester. Ich habe eigentlich schon früh mir vorgenommen, mein zweites Praktikum im Rahmen des Studiums im Ausland zu absolvieren. Und dieses Waisenhaus Battle Haven hat eigentlich sofort mein Herz berührt. Die bei der Organisation Mitwirkenden, Tamara Kording und Professor Dr. Welpe, waren als Gesprächspartner zu Gast im Bunker. Südafrika ist das Land mit der größten Zahl an HIV-positiven Menschen weltweit. Bereits heute sterben täglich etwa 1000 Menschen an dieser Immunschwächekrankheit. Um die 5,5 Millionen sind bereits infiziert. Überall hinterlässt das allgegenwärtige Sterben zerstörte Familien. Zahllose Kinder werden zu Waisen oder Halbwaisen, die ganz auf sich gestellt ihr Leben auf der Straße verbringen. Diese Kinder sind der alltäglichen Gewalt, dem Hunger und der Obdachlosigkeit schutzlos ausgeliefert und wachsen ohne jegliche Bildung auf. Das erste Ziel der Organisation Battle Haven ist, für ein lebenswertes Zuhause und eine ausgewogene Ernährung für die obdachlosen Waisenkinder in Klokoland zu sorgen. Wir brauchen auf alle Fälle noch Mobiliar für das Kinderhaus. Es fehlen Betten, es fehlen Schränke für die Kinder und auf alle Fälle fehlen Lehrer, die unterrichten. Die Kinder haben sehr, sehr große Schwierigkeiten, Englisch zu lernen. Die können auch die Grundfertigkeiten lesen, schreiben und rechnen noch nicht so gut. Pädagogische Betreuung, das wäre sehr, sehr wichtig, und dass jemand regelmäßig ins Haus kommt und die Hauseltern Anisha und Daniel unterstützt. Die emotionale Rede von Frau Welpe hat alle Besucher tief beeindruckt. Wenn ich dorthin gehe, dann
komme ich sozusagen mit leeren Händen hin und kann zwar mit meiner Arbeit dort das Projekt ein Stück weit vorantragen, aber ich hätte auch gerne was in der Hand, was ich dann konkret dort umsetzen kann. Vertiefende Gespräche rundeten den Afrika-Abend ab. Der Erlös von Kaffee und Kuchen wurde ebenso gespendet wie die Auktionsgelder. Der Hausherr der Auktion versteigerte die wertvollen Gegenstände. Am Ende des Abends kamen fast 1000 Euro Spendengelder für das Waisenhaus Battle Haven zusammen. Ich erhoffe mir von dem Abend zum einen eben, dass ordentlich viele Spenden zusammenkommen, eventuell sogar vielleicht für ein Auto, dass das Projekt publik gemacht wird und dass Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es vor allem Kindern und Jugendlichen in anderen Ländern schlechter geht. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich für so ein Projekt einsetzt. Der normale Lauf der Dinge ist: Computer kaputt, neuer Computer wird angeschafft und der alte Computer wird entsorgt. Doch es gibt auch einige Leute, die haben so viel Herzblut für die kleinen Kisten, dass sie sie auch sammeln und ausstellen. So bei uns am Computermuseum der FH Kiel. Der Campus der Fachhochschule Kiel soll in diesem Jahr um eine weitere Sehenswürdigkeit erweitert werden. Neben dem Bunker D und dem Mediendom soll im Sommer ein Museum entstehen, in dem die Geschichte des Computers ausgestellt werden soll. Die Computerschausammlung wäre damit das einzige Museum dieser Art in Schleswig-Holstein. Eduard Thomas, Leiter des Zentrums für Kultur- und Wissenschaftskommunikation an der FH, beschreibt, wie es überhaupt zu dieser Art von Museum kam. Die Computerschausammlung ist mal von Menschen zusammengetragen worden, die ersten Stücke, die schon vor 20 Jahren im Grunde damals gesagt haben, das, was wir jetzt gerade wegwerfen, hier bei uns zum Beispiel in der Datenzentrale in Schleswig-Holstein, das sind eigentlich Zeugen einer Technikentwicklung, die unser Leben ganz, ganz stark verändern wird. Doch die Planungen für das Museum liegen schon lange zurück. Eigentlich sollte das Computermuseum das erste Gebäude auf dem damaligen neuen Campus werden. Wegen einiger Rückschläge konnte die Idee jedoch bisher nicht realisiert werden. Und nichtsdestoweniger war das im Grunde, soweit ich das weiß, die erste Initiative, ein Computermuseum in Deutschland zu bauen. Wir waren also in Schleswig-Holstein ganz vorne. Das hatte, denke ich, auch etwas damit zu tun, dass in Schleswig-Holstein sehr frühzeitig elektronische Datenverarbeitung in der Wirtschaft Einzug gehalten hatte. Diese Geräte, ganz besonders zum Beispiel von Konrad Zuse, dem deutschen Computerpionier, die standen in Schleswig-Holstein alle. Die musste man also nur zusammenhalten, zusammenbringen. Eine Reihe von Geräten sind unter Denkmalschutz gestellt gewesen. Das heißt, wir haben also wirklich Zeitzeugen, die in manchen Bereichen in dieser Konstellation einzigartig sind. So wie in dieser Animation sollen schon bald die Räumlichkeiten des neuen Bunkers aussehen. Für Eduard Thomas stellt das Museum etwas Einzigartiges dar. Es ist so etwas wie eine Sammlung der Dinosaurier der Rechentechnik. Und diese wird jetzt in einem Bunker, einem Hochbunker,
in 3 Stockwerken nach verschiedenen Kriterien aufbereitet, präsentiert werden. Und ich denke, ich kann jetzt schon sagen, wenngleich der Bunker noch nicht fertig ist, aber eben im Bau steht, dass das ein sehr, sehr attraktives Ambiente werden wird. Und es ist tatsächlich ein Stückchen Kultur aus einer Epoche der Menschheitsgeschichte, die die Zukunft ganz wesentlich gestalten wird. Doch heute ist von diesem Stück Kultur noch nicht so viel zu sehen. Die Bauarbeiter arbeiten allerdings mit Hochdruck an der Fertigstellung des Gebäudes, die für Juni dieses Jahres geplant ist. Es gibt so wunderschöne Zitate, dass Menschen gesagt haben, mehr als 5 Computer auf der Welt braucht man nicht. Dass diese Technologie, ich sag einmal, unser Leben so verändern wird, das war vor 30 Jahren noch nicht absehbar. Und dass diese Vision, dass man das später einmal praktisch so als steinzeitliche Sammlung der ersten Dinge, die es mal in der Menschheitsgeschichte jetzt im digitalen Zeitalter gegeben hat, schätzen wird, das ist ganz toll für mich. Wir haben es in Schleswig-Holstein, hier bei uns. So, und mit diesem wunderschönen Beitrag über die ganzen alten Computer beenden wir jetzt die Sendung. Ich fahre meinen Prozessor runter, hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Campuskultur.